Hier, wie heißt nochmal dieser französische Starkoch? Paul Cambuse? Schwerer Rückschlag für Frankreich. Die französische Küche wird wohl kein Weltkulturerbe und wird von Kollegen jetzt schon als Dresden gehänselt. Ein Vertreter der UNESCO erklärte, dass eine entsprechende Bewerbung der Franzosen wenig Chancen hätte. Ich meine, wäre ja auch echt schwierig für Piloten, wenn die im Kriegsfall weder den Eiffelturm noch Froschschenkel treffen dürften. Ich finde französische Küche ja auch toll. Das sind immer diese langen, geselligen Abende, wo sie später dann alle noch im Imbiss treffen. Dabei könnte man sich auch zu Hause noch was machen. Käse zum Beispiel. Wie das geht, kann man nämlich hier sehen. Ja, noch schneller können das nur Italiener. Die Franzosen dagegen machen aus Milch mittlerweile lieber Schmuck. Jedenfalls aus Muttermilch. Als Zeichen der Verbundenheit zwischen Mutter und Kind. Beziehungsweise als stillende Reserve. Ich glaube ja, die Franzosen wollen beim Essen gar nicht satt werden. Die wollen mit Froschschenkeln und Gänsestopfleber eher Aggressionen abbauen. Der Mensch geht ja seit jeher mit Tieren nicht zimperlich um, wenn es ums Essen geht. Wie man auch hier sieht, in Aqua Libre, ein toll gemachter Animationsfilm über den Kreislauf des Lebens, der auch im malerischen Südwesten Englands Jahr für Jahr ausgezeichnete Kreative hervorbringt, die hier unter idealen Bedingungen reifen können, bis man schließlich die besten von ihnen von Hand erntet, um in einem aufwendigen Prozess 100% naturreine Kreativität aus ihnen rauszupressen. Das Leben im Meer ist übrigens tatsächlich noch viel fantastischer als in dem Animationsfilm eben. Es gibt zum Beispiel Fische, die fast durchsichtig sind. Meist dient das der Tarnung, wie auch bei diesen Meeresbewohnern. Wobei ich nicht sicher bin, ob es gesünder ist, wenn der Hai aus Versehen in sie reinschwimmt. Auch fast durchsichtig, aber trotzdem unübersehbar ist dagegen Air Jelly, die fliegende Qualle, die aus einem mit Helium gefüllten Ballon und ferngesteuerten Tentakeln besteht, mit der sich die Luftqualle sanft fortbewegt. Und ich freue mich jetzt schon auf den Wal. Zurzeit werden ja wieder überall auf der Welt Feuerquallen gejagt. Von deutschen Touristen, um den Reisepreis zu mindern. Ja, sowas muss man sich für den Prozess genau notieren. Zum Beispiel hier bei Postica, die Klebefläche für virtuelle Post-its, an die man sogar noch Dateien dranhängen kann. Nur leider keinen Kaugummi drin einrollen. Naja, und den Rest des Urlaubs kann man dann mit Swirl dokumentieren. Einem Sammelplatz für die verschiedensten Internetpräsenzen eines Users, wo Texte, Bilder und Videos eben gesammelt werden und dann zum Beispiel in einer übersichtlichen Timeline dargestellt werden. Ja, das ist doch toll, wie einem das Internet so bei alltäglichen Problemen unter die Arme greift. Das sollten auch Menschen viel öfter untereinander machen, vor allem bei Kindern, wofür sich auch die fröhliche Animation Hands einsetzt. Und helfen kann einem auch der regelmäßige Konsum der berühmten TED-Talks. Wer dafür aber einfach nicht genug Zeit hat, für den gibt es jetzt ein Video mit Ausschnitten aus den 10 beliebtesten Vorträgen dieser Reihe, in der Fachleute auf unterhaltsame Art und Weise ihr Wissen vermitteln. Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Was? Wie dem Praktikanten ist noch kein Schlussgag eingefallen? Ja, dann noch fester pressen!